mobbig. Ja, danke für euer zahlreiches Erscheinen. Ich werde euch heute was über Businessprozesse erzählen, und zwar in dem Vortrag mit dem melodischen Titel Referenziell transparente Businessprozesse in Funktional. Mein Name ist Simon, ich wurde ja schon vorgestellt und ich bin bei Bravo bei. Bevor wir so richtig technisch werden, möchte ich euch so ein bisschen erklären, was wir bei BravoBike machen und was wir für Probleme haben, damit wir überhaupt solche referenziell transparenten Businessprozesse benötigen. Genau, zuallererst, was macht BravoBike überhaupt? Und zwar kurz gesagt, da kriege ich jetzt von Marketing, kriege ich da noch einen auf den Deckel, aber wir kaufen gebrauchte Fahrräder, bereiten diese auf und verkaufen sie wieder. Und das machen wir mit sehr, sehr vielen Fahrrädern. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, gut, die reparieren irgendwie Fahrräder, wozu brauchen die Software? Ah, hier noch kurz, wie es bei uns aussieht. Also hier ist ein Kollege, der gerade ein Fahrrad inspiziert, das heißt, er findet, wie sieht dieses gebrauchte Fahrrad aus, was hat es für Defekte. Rechts oben ist unsere Fotostation, wir haben einen eigenen Online-Shop, verkaufen die Fahrräder auch wieder selbst. Und rechts unten sieht man immer, wie es zur Stoßzeit in unseren Produktionsstätten aussieht. Da steht dann alles voll mit Fahrrädern. Genau. Aber jetzt stellen wir uns die Frage, warum brauchen wir überhaupt Software? Ich bin Softwareentwickler und Softwarearchitekt. Ich repariere keine Fahrräder. Aber die Antwort auf die Frage ist, jedes gebrauchte Fahrrad ist einzigartig. Und das bedeutet, wir müssen jedes dieser gebrauchten Fahrräder von der Ankunft her tracken. Wir müssen schauen, was für Defekte gibt es. Müssen wir was reparieren? Was müssen wir reparieren? Können das Fahrrad weiterschieben, wenn Ersatzteile da sind. Ne? Und das alles passiert in der Hintergrundsoftware. Die Software orchestriert zum Beispiel auch dann unsere Finanzsysteme, unsere Logistiksysteme. Genau. Und wie so ein Prozess aussehen kann, das sehen wir hier. Also das ist jetzt so ein typischer Ausschnitt aus einem Prozess, das ist sehr, sehr klein. Unsere Prozesse sind sehr, sehr viel größer. Und zwar kommt so ein Fahrrad rein in die Inspektion. Das ist hier so ein farbiges Kästchen. Das nennen wir Activities. Das bedeutet, das ist immer dann, wenn irgendwas im System passiert. Bei der Inspektion insbesondere, da ist ein Mitarbeiter, der hakt dann ab irgendwie so, was für Defekte hat das Fahrrad, hat es keine Defekte, welche Maßnahmen sind erforderlich. Dann geht dieses Fahrrad weiter zu ETM, das ist das Ersatzteilmanagement. Da werden Ersatzteile beschafft. Über die Reparatur, selbst erklären, zur Reinigung und zum Service. Service, da wird auch nochmal irgendwie überprüft, ob das Fahrrad jetzt wirklich in Ordnung ist. Und dann sieht man hier hinter Service diese Raute mit dem X drin, das bedeutet, hier verzweigt sich unser Kontrollfluss. Ja. Und wenn beim Service jetzt wieder Defekte gefunden wurden, die noch nicht repariert sind, dann fangen wir das Ganze wieder von vorne an. Genauso haben wir hier nach der Inspektion so eine Verzweigung des Kontrollflusses. Und zwar, wenn wir bei der Inspektion keine Defekte finden, dann brauchen wir keine Ersatzteile bestellen und auch nichts reparieren. Da wollen wir hin, ja, dass wir sowas so explizit definieren können und so explizit darüber reden können, wie ich es gerade gemacht habe. Und wir wollen auch, dass die Ausführung nachher so einem Modell folgt. Ein Teil dieses Prozesses, das ist Core Refurbishment, das ist ein Teil eben die Inspektion, Ersatzteilmanagement, Reparatur, den ersetzen wir ein in sehr, sehr vielen anderen Prozessen. Wir haben jetzt hier irgendwie so einen Standard-Fahrradprozess. Wir haben jetzt zum Beispiel als neue Dienstleistung, dass wir Fahrräder nur reparieren auch für einen Kunden. Und genau. Markus, du musst mir doch die Zeit anzeigen, ich habe vergessen zu stoppen. Genau. Also diesen Teil, diesen Prozessteil, diesen Prozessmodellteil, den wollen wir immer wieder verwenden. Noch ein paar Eckdaten zu unserer Software, also die ist in Elixir geschrieben, das ist eine funktionale Programmiersprache. Wir haben eine Umbrella-App, das bedeutet, unsere App besteht aus sehr vielen kleinen Apps und die sind geschnitten nach DDD, Bounded Context, das heißt, die behandeln immer eine abgeschlossene fachliche Einheit. Und die Kommunikation zwischen diesen Apps, die erfolgt über Events. Und zwar ausschließlich Events. Also wir haben Event-Sourcing. Event-Sourcing für diejenigen, denen das nichts sagt. Wir persistieren immer nur Deltas, eine unveränderliche Historie, append-only. Und zwar sind es immer Domain-Events. Zum Beispiel, wir sagen nicht, dieses Fahrrad zieht jetzt so und so, sondern wir sagen, gerade wurde eine Inspektion abgeschlossen mit diesen und diesen Defekten. Es gibt, glaube ich, jetzt im Anschluss gibt es, glaube ich, auch noch einen Vortrag, vielversprechenden Vortrag über Event Sourcing, wen das interessiert. Genau. Wir haben mit Event Sourcing so ein paar Probleme. Und zwar ist es so, dass Events kontinuierlich passieren in unserem System. Das heißt,
für ein Fahrrad kommt jetzt irgendwie so ein Inspection-Finish-Event und vielleicht muss ein anderer dieser Apps muss drauf hören und drauf reagieren, was da drin für Daten sind. Dann muss zum Beispiel diese Daten erstmal nehmen und persistieren bei sich. Nimmt man eine Projektion, dass für den Fall, dass das Fahrrad jemals dort auftaucht, er die nötigen Defekte zum Beispiel bei sich gespeichert hat. Und es wird jetzt ein bisschen tricky, ne, wenn man so bedingte Ausführungen hat. Das heißt, ich höre hier irgendwie mit, die ganze Zeit, ich muss das kontinuierlich tun und ich weiß jetzt als eigene App vielleicht gar nicht, ob das Fahrrad überhaupt zu mir kommt oder nicht. Ne? Das könnte ja irgendwie andere Pfade nehmen. Und das ist jetzt ein relativ triviales Beispiel, da ist das klar, aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir zum Beispiel dieses Core Refurbishment in sehr, sehr vielen verschiedenen Prozessmodellen eingebaut haben, dann müssen wir, wenn wir das ohne Prozess-Engine machen, müssen wir in diesen Apps context-aware werden. Wir müssen die Pfade alle kennen, dass wir zum Beispiel Informationen akkumulieren können, aber zum Beispiel auch Informationen aufräumen, wenn wir, wenn das Fahrrad eben nicht den Weg nimmt, den wir kennen. Ne? Also wir müssen uns im Kontext kennen. Das macht Wiederverwendbarkeit sehr, sehr schwierig, aber auch die Nachvollziehbarkeit von Prozessen macht es sehr, sehr schwierig. Das wird selbst für uns Entwickler schwierig, irgendwie darzustellen, wenn der Fachbereich kommt, so und so ist hier unser Kontrollfluss. Und deshalb wollen wir solche Prozessmodelle schaffen, mit denen wir dann diesen Kontrollfluss steuern. Und wir haben so ein paar Anforderungen in unserer Process Engine, und zwar haben wir irgendwie, wir wollen diese Activities und Prozessmodellteile, zum Beispiel dieses Core Refurbishment, das wollen wir wiederverwenden können, weil wir das eben oft brauchen. Wir wollen das nicht jedes Mal neu implementieren. Wir wollen pro Fahrrad individuell anpassbare Prozessmodelle. Ich habe schon erwähnt, jedes Fahrrad ist einzigartig und jedes Fahrrad hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Defekte und es passiert tatsächlich immer wieder, dass ein Fahrrad aus dem Prozess fällt. Das bedeutet, da passieren unvorhergesehene Sachen. Also wir haben dann ganz selten mal ein Fahrrad, das ist überhaupt nicht für die verkehrstauglich. Darf man überhaupt nicht mitfahren. Und wir wollen, dass wir Prozessmodelle für solche Fälle anpassen können. Wir müssen diese Fahrräder irgendwie durch unser System schleusen. Wir wollen Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit. Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar bei Prozessen. Ja. Und wir wollen Migrierbarkeit. Wir sind ein sehr schnelllebiges Unternehmen und wir etablieren ständig neue auch Businessmodelle und wollen darauf reagieren können. Wir wollen sehr schnell mit unseren Prozessen umgehen können. Und das steht für mich so, für mein Verständnis, also als ich jetzt damit angefangen habe, mich dazu zu beschäftigen, ist es so ein bisschen orthogonal, ne, zu fest definierten Prozessen, wie man es bei Versicherungen oder so kennt. Die werden oft so ein bisschen gefühlt starr. Ich habe noch die referenzielle Transparenz im Titel und ich möchte kurz darauf eingehen für die Leute, die das nicht kennen. Ich habe hier ein Zitat aus Wikipedia. Die referenzielle Transparenz besagt, dass ein Ausdruck mit seinem Wert ersetzt werden kann, ohne das Verhalten des Programms zu ändern. Dies bedeutet, dass der Ausdruck pur ist, also für gleiche Eingabewerte das gleiche Ergebnis liefert und keine Seiteneffekte hat. Ich sage es nochmal in eigenen Worten. Wenn wir also einen Ausdruck zu seinem Rückgabewert auswerten und diese Auswertung pur ist, dann war dieser Ausdruck referenziell transparent. Das bedeutet, wir können bei der Auswertung zum Beispiel nicht auf eine Datenbank zurückgreifen. Ne? Dann haben wir einen Seiteneffekt, dann ist das nicht pur. Das bedeutet, wir können da zum Beispiel keine Klassen benutzen, wie wir es aus OOP kennen. Die sind alle nicht pur, die haben alle Zustand. Ja. Wir können nichts am Fahrrad machen. Wie bitte? Wir können auch nichts am Fahrrad machen. Genau. Und was zum Beispiel auch ungeschickt, also was zum Beispiel, warum wollen wir das machen? Ja? Also das waren jetzt irgendwie so ein paar Einschränkungen, die ich gesagt habe, was bringt es uns für Vorteile? Und zwar ist es so, dass wir jedes Mal, wenn wir die gleichen Argumente in diesen Ausdruck füttern, ja, kommt das gleiche Ergebnis zurück, und zwar das exakt gleiche Ergebnis. Das macht es zum Beispiel unheimlich leicht, diese Daten zu serialisieren. Wir können diese Argumente, diese Konstruktionsargumente einfach wegschreiben, wir können die wiederlesen, wir können den Ausdruck praktisch wieder ausführen, wir bekommen exakt denselben Wert zurück. Ja, das ist wichtig, exakt denselben Wert. Das nächste ist natürlich, dass die pure Ausführung für uns in Prozessmodellen wahnsinnig wertvoll ist, weil wir diese Prozessmodelle mehrfach ausführen können. Ne? Und die kommen immer an den gleichen Punkt wieder raus. Genau. Ich habe hier nochmal für unsere Anforderungen, da fehlt jetzt eine, ja, für drei der Anforderungen habe ich mal die Implikationen hingeschrieben. Also ich habe vorhin gesagt, wir wollen pro Fahrrad individuell anpassbare Prozessmodelle. Ja, wir können tatsächlich pro Fahrrad, wenn wir die Prozessmodelle und die Ausführung jeweils zu jedem Fahrrad einzeln separat ablegen, können wir einfach hingehen, dieses Datum ändern oder diesen Wert ändern, der da steht. Und wir können so für jedes Fahrrad einzeln anpassen. Nachvollziehbar wiederholbar, habe ich gerade gesagt, eine pure Ausführung. Wir können praktisch unseren Prozess vor und zurückspulen, wie wir wollen. Da komme ich nachher nochmal drauf. Und migrierbar, klar, wir haben einfach Daten, wenn wir die auch leicht serialisieren können. Wir können da auch leicht reinschauen. Wir können einfach programmieren über diese Daten, ne, wenn wir eine Migration starten wollen. Genau, soweit zur Motivation.
lasst uns mal ein bisschen technisch werden. Die erste Frage, die ich mir, als ich an das Thema ran bin, gestellt habe, ist, was ist denn überhaupt ein Prozessmodell? Ja, also ich habe das jetzt so hingeschrieben und irgendwie so, wenn man so kurz drauf guckt, ne, dann denkt man, okay, ist vielleicht ein Graph. Ja. Und der ist nicht nur irgendein Graph, sondern der hat gerichtete Graph, ne, der hat irgendwie so Pfeile mit Richtungen drin. Und ich kann jetzt hier anfangen, irgendwie so die Knoten einzufärben. Jetzt sind es gleich ein bisschen Elixir-Code, erschreckt euch nicht, das ist mehr so anstelle von Pseudocode, ich werde da ein bisschen euch durchführen, aber genau. Und zwar habe ich jetzt diese Dinge hier eingefärbt, das heißt, wir haben verschiedene Knotentypen, irgendwie für die Activities ist gleich geblieben, für diese Splits, für diese ORs haben wir hier rote Knoten, Start und Ende haben wir blaue Knoten. Und das können wir einfach so also modellieren in funktionaler Programmierung mit Structs in Elixir. Hier oben seht ihr hier oben seht ihr praktisch so eine Definition von so einem Endknoten, der hat irgendwie eine ID. Und hier unten seht ihr praktisch, wie so ein algebraischer Summtyp aus allen Knoten aussieht. Nämlich, wir haben einen Typen für Knoten und der hat irgendwie Start, End, End, Or, Join und Activity. Jetzt bin ich persönlich immer, finde ich so ein bisschen schwierig, über Graphen und über die Beschreibung nachzudenken. Hier, Marco, der nickt schon. Ja. Also wenn ich jetzt diesen Code sehe, ne, in diesem Code hier, nochmal hier oben, erstellen wir irgendwie so einen Graph, und sagen wir fügen hier die Knoten hinzu, das ist so ein Pipe-Operator. Das heißt, wir pipen irgendwie über das Ergebnis in den nächsten Aufruf rein, also wir fügen hier Knoten hinzu und wir fügen hier Kanten hinzu. Ja, also pretty basic, aber ich selbst kriege da irgendwie kein Bild im Kopf, wie dieser Graph aussieht. Das ist für mich wahnsinnig schwer, diese Kanten und das zu parsen. Ja, und ich, das ist jetzt dieses Core Refurbishment, das ist hier eine Funktionenkapsel. Diese Teil, ich blende den unten nochmal ein. Das ist das hier. Ja, und da irgendwie so dieses Bild zu inferieren, fällt mir wahnsinnig schwer. Das nächste Problem ist natürlich, wenn wir dieses Core Refurbishment jetzt so wie es ist, diesen Teil hier weiterverwenden wollen, dann müssen wir nachher wissen, dass wir hier an diese Kante den Rest hängen. Ja, also wir müssen Informationen haben. Wir brauchen zum Beispiel die ID dieses Join-Knotens. Den müssen wir kennen. Also wir haben die Abstraktion liegt hier. Ja, wir können nicht über diese Prozessmodelle richtig abstrahieren, weil wir immer reingucken müssen in dieses Problem, um die wiederverwenden zu können. Also dass ein Graph im Hintergrund steht, okay, aber lass doch mal irgendwie einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist ein Prozessmodell? Und ich habe jetzt hier irgendwie immer von Prozessmodellen teilen gesprochen. Ja, jetzt ist für mich irgendwie so als funktionaler Programmierer, der immer so wiederkehrende Muster sucht, ist die Frage, warum ist das ein Prozessmodell teilen und kein Prozessmodell? Und ich mache jetzt die kleine Einschränkung, die ich hinzufüge, die diesen Sachverhalt ändern wird und das ganz viel ermöglichen wird. Und das ist, ich füge bei allen einen Start- und einen Endknoten dazu. Und zwar ist die Regel jetzt, ein Prozessmodell hat genau einen Startknoten und genau einen Endknoten. Das ist ein bisschen eine Einschränkung, sage ich nachher noch was dazu, wenn Zeit ist, aber nehmt das mal so hin. Und jetzt können wir nämlich ganz tolle Sachen machen, plötzlich. Und zwar zeige ich das mal, jetzt bauen wir so Kombinatoren auf, um Prozessmodelle. Ja. Und das erinnert vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen so Point-Free, so ein bisschen, ne? Also was wir haben so einen Konstruktor, also zwei Konstruktoren, wir haben das leere Prozessmodell, das ist immer das leere Prozessmodell, das ist ein Startknoten mit einem Pfeil auf den Endknoten, das macht gar nichts. Und dann haben wir ein Prozessmodell mit einer Activity, also wir können ein Prozessmodell konstruieren, indem wir praktisch sagen, hier nehmen wir eine Activity, machen wir ein Prozessmodell draus. Und jetzt haben wir Kombinatoren darüber. Wir können hingehen und wir können zwei Prozessmodelle aneinander hängen, append. Ja, die haben jetzt hier jeweils nur eine Activity, aber es können natürlich komplexere Prozessmodelle sein, das jetzt nur zur Darstellung. Genauso haben wir Kombinatoren für dieses One-Off, also wenn wir praktisch entweder links gehen oder rechts, oder Both, wenn wir beide Pfade ausführen wollen. Und wir haben zum Beispiel ein Kombinator, das ist nicht direkt ein Kombinator, drüber über dieses Loop, das macht uns so einen Pfeil zurück. Ne? Und jetzt haben wir durch so eine einfache Einschränkung haben wir geschaffen, dass wir ganz anders mit Prozessmodellen arbeiten können und ganz anders mit Prozessmodellen, also über Prozessmodelle sprechen können. Und zwar schauen wir uns doch mal dieses Core Refurbishment an. Na, wir haben hier irgendwie so, wir bauen, das sind diese Konstruktoren, die ich gerade gezeigt habe, die eine Activity nehmen, wir bauen das für Inspection, Repairment und Ersatzteilmanagement. Und jetzt sagen wir ETM, also das Ersatzteilmanagement und Repairment ist einfach dieses ETM und ich appende Repairment und ich habe hier so diesen Shortcut, dann mache ich Prozessmodell MT. Ja, das heißt, jetzt habe ich die beiden aneinander gehängt und einen Shortcut eingebaut, dass ich außen rumlaufen kann. Und an das Ganze, das ist das Ergebnis, an das Ganze hänge ich an Inspection ran. Und das ist für mich jetzt schon einfach was, wo ich sagen kann, okay, das verstehe ich.
Also natürlich muss ich mich irgendwie, muss ich mir das angewöhnen, darüber nachzudenken, aber ich verstehe das viel, viel besser als das mit dem Graph vorhin. Ne? Und jetzt gehen wir weiter, ne? Das ist jetzt dieses Core-Refurbishment. Jetzt kann ich hingehen in unserem Gesamtprozess, kann ich einfach hingehen und sagen, Core-Refurbishment, gib mir das hier, ja? Häng Lead dran, häng Service dran und mach Loop. Ja, und jetzt haben wir eine Abstraktion geschaffen, die nicht mehr liegt. Ne? Jetzt können wir praktisch dieses Core-Refurbishment als gelöstes Problem ansehen und immer einfach nur einbauen. Und jetzt kommt noch was für die Haskeller unter uns, aber die auch irgendwie allen hilft. Ja? Und zwar suchen wir immer irgendwie nach Eigenschaften in unserem Code. Und eine Eigenschaft ist zum Beispiel, dass dieses Append mit der Menge der Prozessmodelle und dem leeren Prozessmodell als neutrales Element einen Monoiden bildet. Das heißt, wir können zeigen, dass hier eben Assoziativität gilt und dass dieses leere Prozessmodell sich unter diesem Kombinator Append so verhält, dass es das neutrale Element ist. Ja, und das hilft mir jetzt als Elixir-Programmierer nur insofern, dass ich über diese Eigenschaft bewusst bin, das ist schon was. Ja. Aber als Haskeller zum Beispiel habe ich jetzt die Typklasse und ich kann damit Dinge tun. Ja, und das sind noch mehr solche algebraische Strukturen versteckt. Wer da Lust hat, kann mal suchen. Genau. Jetzt habe ich so ein bisschen diese Bedingungen unterschlagen. Ne? Also da war vorher auch so, der aufmerksame Betrachter mag gesehen haben, dass da Punkt, Punkt, Punkt stand im Funktionsaufruf. Und zwar haben wir die Bedingungen, ich habe die zu Anfang gezeigt, ne? Wurden Defekte gefunden, ja oder nein? Und das sind die Bedingungen, die an diesen Knoten stehen, die immer verzweigen, ne? Also an diesen Oder-Knoten. Die Bedingungen sollten wir auch noch irgendwie modellieren. Ne? Und auch diese Bedingungen wollen wir so modellieren, dass unsere Anforderungen erfüllt werden können. Wir sind in einem Event-Sourcing-getriebenen System, das heißt, Events stellen die Wahrheit, also alle Bedingungen sind Bedingungen auf Events, die passieren. Wir haben keine andere Zwischenrepräsentation. Anonyme Funktionen sind zur Formulierung von Bedingungen nicht geeignet. Warum ist das so? Also stringent gesehen ist es so, dass die anonymen Funktionen, wenn ich zweimal diesen Ausdruck aufrufe, bekomme ich einen Wert zurück, wenn ich da eine anonyme Funktion im Rückgabewert habe, der nicht vergleichbar ist zum vorherigen Wert. Ich kann, also einmal bekommen die den erzeugten Namen unter der Haube. Das zweite ist, ich kann diese anonymen Funktionen, ich kann da nicht mehr reingucken. Also wenn ich die serialisieren möchte, ich kann die nicht serialisieren, das ist eine Blackbox, ja, mit denen kann ich nichts mehr machen. Und deswegen möchte ich eigentlich die anonymen Funktionen zur Formulierung von Bedingungen nicht verwenden, sondern ich möchte eine referenziell-transparente Mini-DSL schaffen, die mächtig genug ist, um Bedingungen zu formulieren. Und ich bin da inspiriert durch das Paper Composing Contracts, an Adventure in Financial Engineering von Simon Payton Jones et al. Das ist ein Paper, da modellieren die Autoren Finanzderivate. Und was die da machen, ist, die bauen sich ganz, ganz kleine Building Blocks, die sie zu komplexeren Derivaten kombinieren können. Und dann bauen sie einen kleinen Interpreter, der das Ganze interpretiert und auswertet. Das Coole daran ist, das ist nicht monadisch, was die dort machen. Also hier jetzt haben die funktionalen Programmierer, sondern das ist wirklich, das erfüllt alle Eigenschaften, die wir haben wollen. Wir haben einfach Daten, die wir konstruieren und die wir wieder dekonstruieren können. Also wer das Paper noch nicht gelesen hat, kann sich es gerne angucken. Ist sehr cool. Und ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. Und zwar haben wir die Frage gestellt, wurden Defekte gefunden. Und ausformuliert ist es für uns in unserer Domäne, ist, überprüfe, ob das Feld Defects im Event Inspection Finished leer ist. Und genau dafür wollen wir jetzt so eine Mini-DSL, hier steht nicht leer ist, wir werden leer ist formulieren. Genau dafür werden wir jetzt so eine kleine Mini-DSL bauen. Und zwar brauchen wir die Bausteine den Feldzugriff. Ne? Wir müssen irgendwie dieses Feld Defects rausholen können. Wir brauchen die Gleichheit. Ne? Wir müssen es irgendwie vergleichen können, das ist die leere Liste. Wir brauchen die Event-Typ-Bestimmung, ja, also wir sagen, das Event muss vom Typ Inspection Finished sein und wir brauchen die Unverknüpfung. Und das Ganze sieht dann so aus, was ich jetzt oben wieder habe, ist so ein Typ, so ein Spec, und zwar ist so eine Condition, also eine Bedingung, ist irgendwie ein AND, ein Equals, ein Get, ein Oder, ein Type. Und hier unten seht ihr, das ist in Elixir, so konstruiere ich eben diese Structs, also ich sage, das ist ein Struct AND und ich fülle das mit Operanden A und B mit Daten auf, und zwar sage ich, der A ist equals getType ist inspection finish, ne, im Event inspection finish. Und der zweite Operand ist equals A getField defects, und das soll die leere Liste sein. Ja, und das ist jetzt praktisch wirklich aus reinen Daten konstruiert, diese Aussage, diese Bedingung, die ich gerade gegeben habe. Das Coole ist, natürlich schreiben wir das nicht so hinten, ja, wir wollen das irgendwie ein bisschen schöner haben in unserem Code.
Und zwar schreiben wir da Funktionen für, also so Smart-Konstruktoren, sagt man oft. Wir sagen, das ist Add and Equals und GetType sind einfach Funktionen. Ne? Und wir treiben das sogar noch ein Stückchen weiter und sagen, wir schreiben dafür eine Funktion. Ja? Also dieses ganze Ding, das da zurückkommt, das ist wieder eine Condition. Ja, und jetzt haben wir plötzlich aus kleinen Building Blocks eine Condition geschrieben, die ich jetzt hier genannt habe, Field Equals by Type. Und ihr bekommt ein Feld, ein Value und ein Type. Ja, und diese Condition, die jetzt hier zurückkommt, das ist das Coole dran, die können wir wieder mit und verknüpfen mit einer anderen Condition. Ne? Das ist rekursiv immer wieder eine Condition. Jetzt haben wir das so schön aufgebaut, jetzt müssen wir das Ganze noch interpretieren. Und das hier ist ein Interpreter dafür. Ja? Hier haben wir eine Funktion, die heißt eval, die bekommt eine Condition und ein Event. Also die Evaluierung, die kommt immer praktisch auch zusammen mit einem konkreten Datum, einem Event. Und das ist hier so eine Case-Funktion, das ist ein Pattern-Matching, also ich unterscheide, habe ich ein AND, ein Equals, Get, Field, Type. Wenn ich ein AND habe, dann nehme ich hier die Operanden schon raus, X und Y, und ich sage einfach rekursiv, evaluiere mir das da hier, weil ich weiß, das ist eine Condition, evaluiere mir das da hier rekursiv, auch mit Hilfe des Events, und verknüpfe das Ergebnis mit und, mit dem zweiten Operanden, den ich auch rekursiv evaluiere. Und hier mache ich das ganze vergleiche ich praktisch mit gleich. Bei diesem GetField hier, das ist so ein Field Access, da komme ich praktisch auf das Feld von diesem Event. GetType ist hier so ein Magic einfach aus Elixir. So komme ich an den Struct Type und Value gebe ich einfach den Wert zurück. Und das Coole ist, das ist alles, was ihr braucht, gell? Also das jetzt, da fehlt nichts mehr. Das ist der ganze Code, den ihr braucht, um diese Minisprache auszuwerten. Wir haben in unserem Projekt, wir haben 9 von diesen Anweisungen, also wir haben zum Beispiel noch ein Not, das bräuchte man jetzt noch außenrum, ne? Dann hätte man diese Bedingung, darf nicht leer sein. Ja? Wir haben 9 von diesen Anweisungen bisher und man braucht auch nicht Angst haben, dass die Komplexität so steigt, ne? Wenn ihr eine neue Anweisung, so einen neuen Mini-Building-Block dazu macht, das ist einfach nur eine neue Zeile, also die Komplexität, die bleibt flach. Genau, jetzt haben wir Blackboxes. Als, ne? Wir wissen, dass also unsere Prozessmodelle, die haben Startknoten und Endknoten, jetzt müssen wir da irgendwie so diese Bedingungen rankriegen. Und die einzige Möglichkeit, das Einzige, was wir wissen drüber, ist, dass wir hier eine Startkante haben und hier eine Endkante. Und da bauen wir wieder 2 Kombinatoren, also with Start Condition und with End Condition, um gezielt eine Bedingung an die Startkante und die Endkante hinzusetzen. Wir selber sehen das in unserer Verwendung dieses Prozessmodells gar nicht. Und ich zeige jetzt warum. Also unser One-Off-Kombinator, der hat hinten diese Condition A, nimmt er noch. Und alles, was mit diesen Conditions zu tun hat, wie die an dieses Prozessmodell rangeflanscht werden, das übernimmt hier diese Funktion One-Off, also die eben 2 Abläufe parallel macht. Und sagt hier einfach, das ist with Start Condition, Modell A bekommt diese Condition, Modell B bekommt eben not diese Condition. Und das war. Ja? Ich verstehe gerade nicht, wo kommen dann aber die Events her? Sind die frei? Außerhalb des Modells? Die kommen von außerhalb des Modells. Ich komme da nachher noch kurz drauf zurück. Also wir modellieren bisher auch eigentlich nur. Ne? Also das war jetzt ein kleine Ausreise in die Ausführung mit diesem Eval, aber bisher modellieren wir nur. Ja. Genau, und das Zweite ist, wir haben diese Activities. Ich habe noch relativ wenig zu den Activities erzählt. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Aber unsere Activities, die haben ein sogenanntes Output-Event, das sieht man hier, das signalisiert, unsere Prozessevaluierung nachher, wann diese Activity fertig ist. Das heißt, jede Activity definiert ein Event, wann sie fertig ist mit Durchlaufen, ein oder mehrere. Und genauso machen wir das hier. Ne? Also wir sagen, eine Condition, die heißt Condition Has Type, diesen Typ, der in der Output-Event steht. Und wir sagen With End Condition, eben dann, wenn wir so ein Prozessmodell aus einer Activity konstruieren. Also wie gesagt, dieses wie Activities da rangepflanzt werden, das sehen wir gar nicht. Das ist hinter API verborgen. Genau, zu Activities noch ein paar Worte. Activities sind Einstiegspunkte in den Code, also da wird dann tatsächlich Arbeit verrichtet in Form von dieses Ding taucht in der UI auf und jemand kann da irgendwie Defekte eintragen. Die referenzieren jetzt so ein Behavior, das referenziert praktisch ein Modul, das ist, kann man sich vergleichen wie mit dem Interface in anderen Sprachen, also da ist einfach ein Set an Funktionen drin und die wichtigste, die heißt Enter. Und bei diesem Enter wird praktisch diese Activity gestartet, also immer wenn eine neue Activity kommt, wird dieses Enter aufgerufen. Und bekommt eine Liste, die Liste an Events übergeben, die das Prozessmodell bisher gesehen hat. Da kommen wir auch gleich dazu. Genau. Und es hat eben dieses Output-Event und es hat noch Input-Events. Das ist für eine. Ja? Das heißt, aber zum Verständnis, die Activities sind eben nicht referenziell transparent. Also die haben ja jede Menge Seiteneffekte.
Die führen nachher Seiteneffekte aus, genau. Also einen Punkt braucht man. Also dieses Datum, das man hier konstruiert, ist referenziell transparent. Ja, also das ist ein Wert, der hier zurückkommt bei der Initialisierung dieses Structs, der ist referenziell transparent. Nachher bei der Ausführung führen die natürlich einen Seiteneffekt aus. An irgendeiner Stelle müssen wir das tun. Ja, das ist klar, wenn wir den Code eintauchen. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier wieder Modellierung. Das Ding hier ist referenziell transparent. Ja, das ist einfach nur ein Wert, der da zurückkommt. Und der diesen einen Zeiger in den Code, den muss er haben. Ja, damit geht es gar nicht. Aber da wird noch nichts ausgeführt. Ja, das ist nur die Beschreibung. Genau. Und jetzt schauen wir uns noch kurz an, was wir erreicht haben, dann kommen wir zur Ausführung, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer, ja, zur Evaluierung. Also was wir bisher erreicht haben, wir haben eine flexible Grundlage, also durch die Beschreibung, durch den Graph geschaffen für Prozessmodelle. Wir haben eine elegante Prozessmodellabstraktion gefunden, eben dadurch, dass wir nicht über Graphen sprechen, sondern über Prozessmodelle, die wir kombinieren können. Wir haben eine einfache und erweiterbare DSL zur Implementierung von diesen Bedingungen bereitgestellt und wir haben insgesamt für dieses Prozessmodell eine referenziell transparente, erzeugbare Datenrepräsentation implementiert. Und dann lass uns mal zur Laufzeit gehen. Zur Terminologie, also bei uns ist ein Prozessmodell eben diese Beschreibung des Ganzen, eine Prozessinstanz ist eine Laufzeitinstanz von einem Prozess. Und diese Prozessinstanzen werden immer mit Hilfe eines Prozessmodells erzeugt und die bilden den kompletten Laufzeitzustand ab. Den so ein laufender Prozess irgendwie haben kann. Und die Prozessinstanzen selbst sind wieder einfach Werte, und werden wieder referenziell transparent konstruiert. Und das Fortschreiten, also hier bin ich vielleicht tatsächlich ein bisschen unscharf, das Fortschreiten dieses Prozessmodells und wo wir entlanglaufen, das ist pur. Also das ist wirklich, das ist seiteneffektfreie Ausführung. Das Ausführen der Activities nachher hat natürlich einen Seiteneffekt. Das gebe ich. Genau, dann lasst uns mal kurz reinschauen. Also so eine Prozessinstanz besteht aus einem Prozessmodell, einer Liste von Events, die dieses Prozessmodell, die Prozessinstanz bisher gesehen hat und sogenannten Process Steps. Und zu diesen Process Steps, das ist wirklich der Teil, der nachher diese Laufzeitinformation hält. Der Konstruktor ist einfach, ich gebe dem Prozessmodell und bekomme eine Prozessinstanz dafür zurück. Und was wir bei der Evaluierung, die Evaluierung, die läuft dann so ab, also wir haben so einen Process-Step, der sieht so aus, für diesen so Process-Step erzeugen wir für jede Kante, für jede ausgehende Kante von dem Knoten, auf dem wir aktuell sind, und wir merken uns die Condition, wir merken uns, was für Knotentyp das ist, ihr erinnert euch an den Graph am Anfang mit den vielen verschiedenen bunten Farben, das sind genau diese Knotentypen, und wir sagen, was ist das Ziel, wenn diese Kante ausgeführt wird. Ja. Und was wir jetzt machen, und ich zeige euch jetzt wirklich so diesen Core-Algorithmus, ja, der ist sehr, sehr klein. Wir gehen über die Daten, die in diesem Step stehen, also wir erinnern uns wieder an die bunten Knoten. Wir sagen, ist es ein OR-Knoten, ist es ein Join-Knoten oder ist es irgendwas anderes? Wenn es irgendwas anderes ist, dann rufen wir einfach diese Eval-Funktion von den Conditions auf, die wir eben gesehen haben, ne? Und schauen, ob wir weiterlaufen können. Wenn es ein Join-Knoten ist, dann müssen wir aufpassen, wenn wir eine Unverzweigung hatten, müssen an dem Join alle fertig sein, sonst darf er nicht weiterlaufen. Ja? Das ist die Besonderheit bei Join. Und bei einer Ohne-Verknüpfung müssen wir schauen, dass wir nur mit einem loslaufen. Der erste, wo die Bedingung passt, der darf loslaufen, der andere Schritt wird verworfen. Und das passiert hier unten, wir speichern das in Result und wir schauen, wenn wir so einen Drop haben, ne, dann wird dieser Schritt verworfen, das passiert bei diesem OR. Wenn wir keinen Übergang haben, weil unsere Eval-Funktion sagt, du darfst nicht weiterlaufen, die Condition wird nicht ausgeführt, dann bleiben wir einfach da und Transition, Next Node, dann führen wir das Gleiche wieder aus. Genau. Im Hintergrund ist einfach ein Graph, wir können diese ganzen Sachen über diesen Graphen fragen, also wo befinden sich gerade diese Knoten, welche Knoten sind aktiv, das sind dann einfach Graph-Algorithmen, aber sehr, sehr basic. Genau. Und was wir machen ist, wir machen das so lange, also dieser Teil, den ihr gerade gesehen habt, der steht hier, ja, wir machen das so lange, bis diese Instanz stabil wird. Das heißt, wir iterieren rekursiv immer wieder so lange drüber, bis sich nichts mehr ändert in den Processing Steps. Und wenn das passiert ist, dann können wir zum nächsten. Dann sagen wir, okay, für dieses Event ist die Prozessinstanz ausgeführt, wir können weitermachen. Ne? Wir haben einfach unsere Daten so modelliert, wir können hier einfach ein Gleich-Gleich setzen, ohne dass es uns irgendwas kostet. Genau, jetzt kommt kurz zur Integration. Ich will gar nicht so viel zur Integration in unsere Plattform sagen, weil das einfach auch total plattformabhängig ist. Aber was wir haben einen Event-Händler, der hört auf alle Events. Und was der tut, ist, der sucht sich die Prozessinstanz für das Event raus. Also zum Beispiel ist das Event korreliert zu einem Fahrrad. Dann habe ich dafür eine Prozessinstanz abgespeichert.
Ich mache dieses Step, dann habe ich die neue Instanz. Ich sage, ich kann hier praktisch an der alten Instanz oder der neuen Instanz, wenn ich die vergleiche, kann ich sehen, welche Activities sind neu. Ja, also bei welche Processing Steps behind Activities, welche sind neu dazugekommen. Und ganz am Schluss speichere ich die nächste Instanz. Und das ist wirklich basically das, was wir tun in unserem Event, der auf alle Events hört. Genau. Noch ein paar Worte zur Migrierbarkeit. Wir wollen mit unseren Prozessinstanzen und mit unseren Prozessmodellen programmieren können. Also wir wollen da einfach programmatisch drüber laufen können, wenn wir Migrationen haben oder Änderungen oder Bugs. Ja. Und was wir dazu noch tun, ist, wir versionieren die Activities, sobald sich etwas in den Ein- oder Ausgaben ändert. Ihr erinnert euch, die haben Eingabe-Events und Ausgabe-Events. Bekommt eine Activity mit dem gleichen Namen eine neue Version. Ja. Sobald sich die Implementierung des Behaviors verändert, bekommt die Activity eine neue Version. Und die alten Versionen, die bleiben alle bestehen. Das ist wichtig, wir wollen rückwärtskompatibel bleiben. Prozessmodelle bekommen Versionen. Und zwar hauptsächlich, wir könnten die natürlich immer angucken, aber es ist sehr, sehr einfach, dann die Versionen als Marker zu benutzen, ob dieses Prozessmodell noch migriert werden muss oder nicht. Und Prozessinstanzen, die sollten Versionen mitführen, nämlich dieser Prozessevaluierungscode, der kann sich ja auch ändern. Ne? Und vielleicht will ich das auch backwards-kompatibel halten, indem ich den praktisch dupliziere und die alten Prozessinstanzen mit dem alten Evaluierungscode ausführe und anders. Ja, jetzt kommen wir so zu so einer Zusammenfassung. Ich habe da noch ein paar Bonusfolien. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch ist. Über 5 noch. Ah, yes. Also, das waren unsere Anforderungen, die wir am Anfang hatten. Ja. Und wir können jetzt die Activities und Prozesse wiederverwenden. Ne? Also dadurch, dass wir die einfach auch kombinatorisch irgendwo jetzt reinflatschen können, können wir die wiederverwenden. Dadurch, dass wir diesen Activities irgendwie die ganze Liste übergeben an Events, die Prozessinstanz schon gesehen hat, ja, bekommt die Activity-Daten auch nur, wenn sie wirklich dran ist. Das heißt, hier haben wir wirklich die Wiederverwendbarkeit geschaffen. Wir haben pro Fahrrad individuell anpassbare Prozessmodelle. Wenn jetzt ein Fahrrad irgendwie aus dem Prozess fällt, dann können wir das entweder ruhig direkt in sein Prozessmodell wieder eingliedern oder wir können das Prozessmodell abändern. Also dieses Abspeichern von einem Prozessmodell zu einem Fahrrad für jedes Fahrrad, das hört sich erstmal total verrückt an, aber das ist total mächtig. Ja. Also da können wir sehr viel mitmachen. Diese Prozesse, Prozessinstanzen, die Ausführung ist nachvollziehbar wiederholbar, weil die Ausführung an sich, die beruht nur auf Daten, die wir in diesen Prozessinstanzen gespeichert haben, nämlich den Events. Also wir können den Event-Stream vor- und zurückspulen, da kommt auch gleich noch was. Und wir haben die Migrierbarkeit geschafft. Ich zeige euch jetzt noch so ein paar Dinge, das ist jetzt sehr basic, ja, ein paar Dinge, die wir draufgebaut haben. Und das Einfachste ist irgendwie eine Visualisierung, die haben wir ganz einfach mit Mermaid gebaut. Das ist einfach eine Graphvisualisierung, da ist kein großes Hexenwerk, aber da kann man dann praktisch sehen, wo dieser Prozess gerade steht. Und das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man im Fachbereich über diese Dinge diskutiert. Ne? Da kann man den Bildchen zeigen, kann sagen, schaut mal, so sieht das gerade aus und das ist hier. Und das gab es in unserem Altsystem nicht und hat für sehr viele Probleme gesorgt, weil es irgendwann intransparent wurde. Wir haben dynamische Subprozesse. Ich habe vorher von diesem Ersatzteilmanagement so geredet, als ob das so eine Einheit ist, der irgendwie ausgeführt wird. Das ist eigentlich ein dynamischer Subprozess. Wir wissen im Voraus gar nicht, wie viele Ersatzteile wir bestellen müssen. Und natürlich hat die Ersatzteilbestellung, sieht man hier, die hat nämlich selbst ein Prozessmodell. Ja. Was wir machen können, ist dynamisch zur Laufzeit, auch wieder mit so einer Mini-DSL, können wir dynamisch die Daten aufsammeln und dann Prozessinstanzen aufspannen, gegeben eines Templates, das eben das Prozessmodell darstellt. Wir haben Subjects. Ich habe gerade die ganze Zeit von Fahrrädern gesprochen und das ist jetzt natürlich blöd, weil letzte Folie habe ich von Ersatzteilen gesprochen. Also wir müssen irgendwie unterscheiden, über was spricht ein Prozessmodell. Und wir haben festgestellt, dass dieses, worüber spricht ein Prozessmodell, das ist eine Modellierungsfrage. Also schon beim Modellieren des Prozesses weiß ich, worüber spricht der Prozess. Schon beim Modellieren der Activity weiß ich, worüber spricht die Activity. Und dann haben wir so Subjects eingeführt, die werden hauptsächlich dann verwendet. Also ein Prozess hat ein oder mehrere Subjects, eine Activity hat ein Subject. Und die werden dann verwendet, um in diesem Handler, den ich vorher gezeigt habe, Events zu routen. Da wird dann nachgeschaut, welche Events hören auf dieses Subject und dann werden die Events an die Prozessinstanzen weitergegeben. Genau, wir haben statische Analysen implementiert, sehr cooles Feature. Wir können ja einfach in diese Daten überall reinschauen. Ne? Und wir haben zum Beispiel diese Bedingungen transparent irgendwie formuliert. Ne? Und jetzt haben wir hier bei dieser Activity das Output-Event A und hier fragen wir das ab, dürfen wir das überhaupt?
Ja, also es wird, wenn wir diese Prozessmodelle wiederverwenden, wird es sehr schnell unübersichtlich, ob die Datenabhängigkeiten alle gegeben sind. Darf ich dieses Prozessmodell überhaupt an die Stelle packen? Ja, und dazu haben wir statische Analysen. Wir sagen uns beim Komponieren vom Prozessmodell, das darfst du, das darfst du nicht. Ja, und genauso können wir hier zum Beispiel schauen, hat es so diesen Input-Event? Ist der vorher im Kontrollfluss irgendwo oder in dem Fluss irgendwo aufgetreten? Und ein anderes Beispiel ist auch diese Subject-Analyse. Also passen diese Activities zu den Prozessmodellen zusammen oder haben die da irgendwie andere Subject? Genau, der letzte Teil ist so dieses Replay-Interface, von dem ich erzählt habe. Also wir sind pur in der Ausführung. Das heißt, gegeben der Events, die wir in einem Prozessmodell speichern, können wir nachher, wenn wir irgendwie ein Problem haben, wenn wir wissen wollen, wie ist diese Prozessinstanz, wie ist sie überhaupt dorthin gekommen, wo sie ist, können wir einfach vor und zurücklaufen. Wir können das einfach neu auswerten mit den Events, die wir gegeben haben. Die Berechnung, die ist immer exakt gleich. Und das ist ziemlich cool. Wir müssen das nicht mitloggen oder sowas, sondern wir loggen das mit, indem wir die Inputs mitspeichern und das sind die Events. Also wir können praktisch wirklich so ein Zurückspulen von einer Prozessinstanz machen. Und das ist eigentlich auch ein Killer-Feature, ja. Weil man das dann auch wirklich im Code debuggen kann. Ja. Ich kann mir die Daten holen, ich kann die lokal hinziehen, ich kann mir da Outputs hinschreiben, ich kann mir Debug-Lines hinschreiben, Debug-Logs, ich kann das einfach nochmal abspielen und nachvollziehen, warum dieser Prozess gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Genau, und damit bedanke ich mich für... Achso, oh, da kommt noch eins, sorry. Wir haben noch mächtigere Conditions gemacht. Wir haben die Conditions bei uns, die bekommen jeweils nicht nur ein Event, sondern also alle Events, die dieses Prozessmodell gesehen hat. Und wir können mit Quantifier oder Selektoren, können wir sagen, schau mal, ob es ein Event gegeben hat, das. Oder schau mal, ob das letzte Event von diesem Typen war. Also man kann hier ganz viel dazu bauen, wenn man möchte. Das müsst ihr halt irgendwie rausfinden, was ihr da braucht. Genau, aber jetzt kommt, glaube ich, die Tschüss-Folie. Ja, genau. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Der Code, also eine funktionierende Prozess-Engine, findet ihr auf GitHub unter dem Handle Smith und Process Engine Talk. Ist hier ein bisschen klein unten. Genau, und sonst bedanke ich mich bei euch und bin offen für Fragen. Vielen Dank. Es gibt Fragen, bitte. Ja, wie habt ihr jetzt die Abspeicherung von den Events gemacht? Also habt ihr jetzt quasi einfach an diesen Prozess einfach die rangehängt und das Ganze einfach, einfach nur weggespeichert? Ja, genau. Okay, also ganz stupide. Okay. Ganz stupide. Wir haben keine Zeiger und sowas, also wir haben wirklich das ganze Event da reingelegt und abgespeichert. Also wir könnten da natürlich auch irgendwie uns merken, was ist die ID von dem Event und das irgendwie mitführen. Ne? Aber wir haben einfach das ganze Event hingelegt und abgespeichert. Also wir sind nicht so sparsam, was die Daten angeht, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ja. Du hast keine Frage? Ja. Hast du dir als Abstraktion auch mal Arrows oder Profunktoren angeschaut? Weil du hast ja schon so als Diagramm gemalt, mit so Input und Output, die Dinger. Ja. Und dann die Kombinatoren sind ja auch sehr ähnlich. Genau. Also, was man auf Arrows irgendwie hat und dann wird sich, glaube ich, dieses Zusammenstückeln auch einen vom Typ schon erübrigen, ob man es zusammenstückeln kann. Ne? Ja. Genau, also wir sind halt untypisiert, also diese Specs, die ich gezeigt habe, ne, die sind, das ist so ein Meta-Information und das hilft, da gibt es so Dialyzer in Elixir, der läuft dann mit und der kann dir so ein bisschen während dem Programmieren irgendwelche Hints geben, irgendwie, ob du es gerade richtig machst oder nicht, und zur Laufzeit haben die keinerlei, also ist kein statisches Tippsystem. Habt ihr mal verglichen jetzt dieser Ansatz, den gegenüber mal mit fertigen? Ja, also selbstverständlich haben wir das. Wir haben kommerzielle Lösungen angeschaut, sowie auch Open-Source-Alternativen. Und wir sind immer zu dem Schluss gekommen, dass uns, also einmal ist Prozesse handhaben und mit Prozessen umgehen, das ist, was die IT angeht, unser Core-Business. Ja, das wollen wir beherrschen. Also wir wollen da wirklich drinstehen. Wir wollen nicht lernen müssen, wie wir jetzt in diese Plattform irgendwie reinhacken, was wir brauchen. Ja, wir wollen auch kein Vendor-Login. Also es waren alles so Entscheidungen, die damit reinkommen. Und das nächste war, dass diese Entstehung, diese Prozess-Engine, das waren jetzt 3 Monate, ich weiß nicht, eine Person, also ich mit natürlich Diskussionen mit Kollegen, ja, aber keine 100%. Ne? Und ich glaube, diese Einarbeitungszeit, diese Zeit, das irgendwie hochzuziehen, das hätten wir auch gebraucht, wenn wir ein externes System benutzt hätten. Ja, und zu dieser Zeit, als wir dann wirklich darüber beraten haben, habe ich schon so ein Proof of Concept gemacht gehabt. Und das war dann so letztendlich die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir wollen lieber genau das, was wir brauchen. Wir wollen da die volle Kontrolle drüber haben.
und wir wollen nicht nachher in ein System rutschen, das uns bestimmt an einigen Stellen, also ich habe mir zum Beispiel mal angeschaut, wie es da mit Migrierbarkeiten sowas aussieht. Ich hab, weiß ich, eine Handvoll, vier oder fünf Optionen angeguckt und es hat mir alles nicht gefallen. Also ich kann das aber jetzt auch gar nicht mehr ganz genau sagen, wo nicht und wo doch, aber ja. Passt das als Antwort? Wir können auch gern nachher noch weiter drüber reden. Ja. So, gibt es noch Fragen? Ja? Mir fiel es jetzt gerade so auf, dass die Subjects sind ja austauschbar. Also man kann das ja, die Fahrräder sind ja irgendwie Dinge, mit denen man, also die man, wo es so Maintenance gibt irgendwie. Deshalb sind das sind ja auch nicht mehr neu, sondern irgendwie gebraucht und dann gibt es da halt so Maintenance. Aber was das da ist, was das Subject ist, es gibt ja total viele Dinge, die Ersatzteile brauchen. Ich denke da an meinen Computer oder vielleicht an das Hotel und da muss mal die Tür ausgetauscht werden oder so. Also das ist ja voll, also viel, total universell anwendbar für ganz viele Dinge auf der Welt. Das ist natürlich sehr, sehr, ja, also die Implementierung, die hat jetzt nichts mit Fahrrädern zu tun per se. Ne? Wir haben jetzt trotzdem irgendwie ein Subject-Fahrrad, weil wir natürlich, das ist unsere Implementierung, wir wollen so konkret sein, wie es nur geht. Ja. Wir haben keinen Drang, da irgendwie weiter zu abstrahieren. Generics für Subjects. Ja, genau. So was. Erkennbarkeit. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, dein Fachbereich, den zeigst du diese Diagramme, die du da renderst. Und da kommt die an und der spult wahrscheinlich auch vor und zurück. Oder? Ja. Dieses eine Feature, das du gezeigt hast. Ja, genau. Und die haben sogar so ein Interface, die können jetzt hingehen und sagen, boah, da ist jetzt wirklich jemand, der ist zum Beispiel beim Workshop, der repariert Fahrräder, und der fragt sich, was macht das Fahrrad hier bei mir? Das, also irgendwie, ich habe da keine Daten für oder sowas. Und dann kann er reingehen in dieses Interface, kann die ID eingeben, sieht irgendwie so, okay, das ist die Geschichte von diesem Fahrrad und deswegen ist es hier. Ja, und aber wer modelliert diese Prozesse? Also das macht dann eigentlich auch der Fachbereich. Das machen wir zusammen im Fachbereich. Ja. Genau, aber da habt ihr jetzt noch nichts, dass die das editieren können. Ja. Die können ja DSL-Code schreiben, wäre jetzt wahrscheinlich eine Antwort dafür. Also das wollen, also wie wir persönlich jetzt aus dem IT-Team und auch mit Diskussionen mit dem Fachbereich, das ist nämlich noch ein weiterer Grund, wir wollen keinen grafischen Editor. Wir haben gesagt, das wird in dieser Gänze, wie man es immer gern hätte und im Augenblick nicht funktionieren. Also ich glaube, sie schaffen, also es wird niemand schaffen oder sehr selten schaffen, dadurch einen voll funktionsfähigen Prozess irgendwie rauszukriegen. Und dann sagt man, wir gehen lieber hin, setzen uns mit denen an den Tisch, mit dieser Kombinatorik können wir sehr schnell diese Dinge zusammenschreiben, erstmal visualisieren, ohne da jetzt groß irgendwie drum machen. Und dann können die sagen, ja, genau so ist es vor, oder genau so läuft die Realität ab. Ja. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich ein Killer-Feature, weil wir das davor nicht hatten. Ja, also diese explizite Visualisierung, wie fließt so ein Beispiel Fahrrad jetzt durch den Prozess. Cool, kann man eine Frage? Ich versuche noch zu verstehen, wie das in der Runtime tatsächlich aussieht. Ich bin da, keine Ahnung, an meiner Reparaturstation. Dann wird da nicht das Prozessmodell die ganze Zeit im Speicher gehalten und wartet, bis ich fertig bin für so einen Prozess, der eine Woche läuft, sondern irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine GUI, ich logge mich ein, dann lade ich das, ich schicke einfach nur irgendwie die Welt ab und das triggert die Ausführung oder so. Ich gehe nochmal, ja. Oder das so. Das richtige Verständnis. Genau, also das ist so, dieses Ding ist, das ist ein Event-Handler, ja. Das heißt, diese Funktion Handle, die ist eingebettet im Framework, die sieht jedes Event, das jemals ausgespuckt wird. Ja. Und diese schaut jetzt anhand diesem Event, okay, kann ich diesen Prozess irgendwie, wenn ich diesen Prozess und diese Prozessinstanz dieses Event gebe, starte ich eine neue Activity dadurch. Und wenn diese neue Activity dadurch gestartet ist, das ist dieser Side-Effekt, ja, der wird dann ausgeführt und dann poppt es zum Beispiel in eine UI auf. Ja. Was aber passiert ist, dass dieses Aufpoppen in einer UI, das ist an einer anderen Stelle einfach eine Persistenz. Ja, da sagt eine andere Stelle, das sind dann sogenannte, also wird einfach ein Aggregat erstellt und dieses Aggregat wird auch wieder in eine Datenbank geschrieben. Und was dann passiert, ist einfach dieser Händler, der sagt einfach Stop Process und bevor diese Person das überhaupt in diese UI sieht, ist dieser Händler fertig und der hat einfach diesen Prozess wieder in eine Datenbank gelegt. Noch zu den Daten, das heißt aber, diese Events sind nur die für den Prozess jetzt relevant sind. Also ich habe da jetzt nicht das ganze Fahrrad drin. Genau. Ganz wichtig. Was auch immer, das macht ein anderes. Ganz wichtig, wie dieses Fahrrad dann nachher dargestellt wird, das hängt an diesen Activities. Die bekommen alle relevanten Events geliefert und die müssen dann daraus ein Fahrrad zusammenbauen zum Beispiel. Ja. Aber wir haben in diesem Prozess Instanzen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, also Events sind die Wahrheit. Und das System wird durch Events beschrieben und das hat nichts anderes, was zu suchen. Insbesondere, weil es dann ganz oft nicht mehr rekonstruierbar wird. Also Events, wissen wir, die sind immer gleich. Wir haben einen Append-Only-Store, das ist aber die einzige Konstante, die wir haben. Das andere, was wir dann zum Beispiel mit dem Fahrrad zusammen draus basteln, das ist eine Projektion. Ja, und diese Projektion, die dürfen wir nirgends persistieren, weil die können sich ändern.
Und die wollen wir ja auch änderbar halten. Das ist das Coole an Event Sourcing. Die wollen wir vielleicht in 2 Wochen anders haben. Ja.